So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting. Gemeinsam mit Markets.com wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ja, mein bullischer Bias, den ich gestern noch skizzierte, Martin Luther King Day, hat einen verkürzten Handel im Futures-Bereich, im US-Bereich auf den Weg gebracht. Kasse war geschlossen. Dieses bullische Bild ist dann jetzt 24 Stunden später ad acta zu legen. Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung im Nasdaq ist es in dem Fall jetzt bereits in der Vorbörse. Europäische Märkte unter Druck. Wir sehen den DAX 1,5%, glaube ich, im Minus, fast 2% im Minus, mit einer aktuellen Attacke auf die 5.700er Marke. Und weiterem Abschlagspotenzial tatsächlich bis in Gefilde um 15.500 Punkte. Zwischenziel würde ich jetzt mal Intraday ungefähr um 15,6 ausmachen. Pi mal Daumen. Und ja, was ist der Treiber? Offensichtlich die Entwicklung am Zinsmarkt. Wir sind hier in 10-jährigen US-Zinsen jetzt bereits im Future deutlich über 1,8% und konsolidieren dort auch 1,83%. Wir sehen in diesem Zusammenhang halt ja, die weiter voranschreitende Rotation in diesem Zusammenhang und dass der Markt sich dann offensichtlich aktuell jedenfalls doch nicht so stark mehr präsentieren kann, wie er es jüngst getan hat. Die Abschläge halten sich immer noch in Grenzen. Also es ist immer noch nicht so, dass wir jetzt hier den großen Crash oder den großen Ausverkauf in irgendeiner Form Zeugen dieses werden. Aber nichtsdestotrotz ist der aktuelle Modus auf jeden Fall eher in Richtung Risk-Off eben tatsächlich anzusiedeln. Nichtsdestotrotz, wir werten natürlich einen Blick jetzt auf die jüngsten nächsten Entwicklungen. Wir sehen auch, das ist nämlich jetzt genau das in Anführungsstrichen Problem so ein wenig im Hinblick auf den Nasdaq beispielsweise. Jetzt wird man sich sagen, na gut, dann ist die Short-Seite die Seite, die man handeln sollte. CRV-technisch könnten wir bereits gegen 15.000 Punkte eine stärkere Unterstützung finden und folglich damit ein unattraktiveres CRV sehen. Also Chance-Risiko-Verhältnis technisch sind vielleicht Shorts im aktuellen Kontext nicht die attraktivste Version. Plus, wir müssen erstmal abwarten, wie heute Nachmittag auch die US-Indizes reinkommen. Ist ja nicht selten der Fall, dass wir in diesem Zusammenhang häufiger schon mal europäische Indizes morgens unter Druck gesehen haben, nur um nachmittags das große Reversal eben tatsächlich zu sehen zu bekommen. Eventuell auch ganz einladend tatsächlich, denn wir sehen dann auch im Einzeltitelbereich zwei Titel oder beziehungsweise ein ETF tatsächlich und ein Einzeltitel, in dem Fall ist es Roku, die jetzt sehr beaten down sind und wo sich mehr und mehr so ein bisschen die Frage stellt, ob das nicht ein bisschen arg dramatisiert wird, was wir dort zu sehen bekommen im Hinblick auf eben den sich abschwächenden Wachstumsausblick, den der letzte Quartalsbericht gezeigt hat und dass da eventuell eine weniger negative Überraschung, so möchten wir uns vielleicht eher am ehesten formulieren, vielleicht anstehen könnte, um dann ziemlich attraktiven Bounce auf den Weg zu bringen, mindestens in Richtung der 200er Region, der dann wiederum CRV-technisch antizyklisch für einen Trade eventuell ganz interessant wäre. Ja, darauf werfen wir auf jeden Fall auch einen Blick. Wir werfen einen Blick auf Gold, 1830er Region, die jetzt aktuell noch nicht gebrochen worden ist. Und wie wir ausgehend von dieser aber dann noch ein Trading-Setup eben formulieren können. Und ja, bevor wir offiziell starten, einmal der Blick hier in den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading, der kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich mit diesem zunächst eben vertraut und entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Dafür gehe mal auf markets.com/de, lade sich dort eine kostenlose Demo herunter, teste dann risikofrei den Handel der jeweiligen Produkte und dann entscheide man ausgehend eben, ob das für einen passt, ausgehend vom persönlichen Risikoprofil und dem Risiko auch, was mit dem Handel dieser Produkte einhergeht oder nicht. Falls man für sich entscheiden sollte, dass der Handel passt, findet man auf dieser Webseite natürlich auch die Möglichkeit, dann entsprechend ein Live-Konto zügig zu eröffnen. Alle weiteren Informationen markets.com/de. Gerne auch eine E-Mail an die Elena schicken für weitere Informationen, auch darüber hinausgehend für die weitere Produktpalette von Markets. An der Stelle beispielsweise physische Aktien oder auch ETFs. Habt ihr Fragen zum Markt? Gerne hier im Morning Meeting, jetzt im Live-Chat die Möglichkeit nutzen, eure Fragen an mich zu stellen. Gerne auch auf die Webseite von mir gehen, jk-trading.com/forum. Da habe ich eine Trading-Chatbox, die ich jeden Tag einrichte, wo ihr euch mit gleichgesinnten Tradern oder auch mit mir zu den Märkten austauschen könnt, wo ihr auch Fragen stellen könnt, ausgehend von den Setups, die wir hier diskutieren. Schaut in die Discord-Community, da habe ich auch einen Stream eingerichtet, der für jeden verfügbar ist. Was habe ich noch vergessen? Twitter könnt ihr mir folgen in Bezug auf Updates in dem Zusammenhang der Märkte und wir haben dann noch die Möglichkeit, natürlich per E-Mail in Kontakt zu treten. Und so, nunmehr hier einmal der Blick jetzt in die Markets Handelsplattform. Ihr seht es schon, stark unter Druck der DAX. Hier aus der Open Range auf der Unterseite ausgebrochen, Konsolidierung unterhalb des EMA 50, halten jetzt unter 15,7 und wir werden das gleich charttechnisch alles noch ein bisschen aufdröseln. Bevor ich allerdings starte, will ich ganz kurz hier schauen, ob alles gut gestreamt wird, aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Soweit, so gut. Also hallo zusammen bedeutet, ja, das kommt alles offensichtlich an. Dann gucke ich jetzt hier nochmal ganz kurz bei Twitch.
Da wird auch alles gut gestreamt. Sehr schön. Also sollte sich das ändern, lasst es mich gerne wissen. Einmal ganz kurz für die YouTuber, falls es hier zu Schwierigkeiten kommt, einmal der Link zu Twitch und dann noch einmal der gerade schon erwähnte Link auch zur Discord-Community, solltet ihr da Interesse haben, euch auszutauschen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier einmal den Link gleich zu der Trading-Chatbox eben. So. Erstellen. Limit ist erstmal keins. Neuen Link generieren, kopieren. So, und dann haben wir hier noch die Discord-Community. So, also das erstmal zur Einleitung. Ja, dann werfen wir, wie gesagt, einen Blick auf den DAX, beziehungsweise zunächst einmal vielleicht initial auf den Haupttreiber. Ich habe jetzt hier in der Vorbörse schon bereits auch Tesla beispielsweise aufgemacht, weil mich interessiert nämlich in dem Zusammenhang natürlich, wie Tesla auf diese, also Tesla jetzt als starker Growth-Stock, der jetzt nächste Woche Mittwoch dann die Quartalszahlen nachbörslich veröffentlicht. Das wird übrigens ganz spannend, weil tatsächlich kurze Zeit zuvor, vor der Zahlenveröffentlichung, tatsächlich die Fed tagt. Also ist global makrotechnisch schon ganz interessant. Vieles vom restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed dürfte eingepreist sein, jetzt eventuell noch weiter eingepreist werden. Und desto weiter wir uns jetzt besonders auf der Unterseite bewegen und desto weniger restriktiv dann der geldpolitische Kurs ist, desto schärfer könnte er dann tatsächlich auch ein Reversal einsetzen. Besonders bei einem starken Growth-Stock wie Tesla eben sicherlich spielt das eine Rolle. Was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt in der Vorbörse hier, man kann es da sehen, das ist in Orange hervorgehoben, dass wir natürlich auch infolge des übergeordnet abgebenden Marktes, das sieht man beispielsweise hier, ja, wo haben wir es denn da? Sehr im Tech. Nasdaq fast 2% im Minus, minus 1,8% aktuell unter 15,3. Da schauen wir gleich drauf. Dass wir uns aber dennoch hier, ich würde mal sagen, relativ stabil präsentieren. Also jetzt im Einklang mit dem Markt uns unter Druck bewegen. Jetzt aktuell von dem Schlusskurs, den wir letzte Woche Freitag gesehen haben. Gestern hat ja kein Handel stattgefunden um 1050 US-Dollar. Jetzt 30 Dollar unter Druck sind. Aber das ist alles noch im Rahmen. Also das ist immer noch konsolidierend. Schauen wir mal, wie sich das dann weiter darstellt. Wie gesagt, Tesla ist immer so ein Kandidat bei solch einem europäischen Abgabedruck und dann einem einsetzenden Reversal, besonders ausgehend von eben dem starken Wachstumsausblick. Eine Aktie, die dann durchaus in der Lage ist, auch stark den Markt outzuperformen. Also das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten für ein mögliches, ja, vielleicht Technical Play, was man heute formulieren könnte. Aber unser Fokus, der soll hier jetzt zunächst einmal rückblickend auf den DAX, ganz kurz auf den US-Zinsen liegen. Die will ich einmal ganz schnell hier einfangen. Können wir sehen. Also wir sehen weiter aufnehmendes Momentum hier auf der Oberseite. Wir haben im Hoch sind wir jetzt schon bei 1,86% gehandelt worden und in diesem Zusammenhang eben auf dem höchsten Niveau zurückgehend bis tatsächlich Anfang des Jahres 2020. Das war kurz bevor Corona damals dann die Märkte begannen zu erschüttern. Diese Niveaus sind wir schon mal angelaufen gewesen. Wir haben dann hier ganz kurz zur Erinnerung, jetzt haben wir heute den 18. Das heißt also letzte Woche Montag bzw. Dienstag haben wir hier so ein Top-Out gesehen, dann infolge der Äußerungen von Jay Powell vor dem US-Kongress bezüglich seiner Renominierung und nehmen diese Hochs jetzt noch einmal raus. Also das heißt, global makroökonomisch hat sich natürlich das Bild auch durch diese Worte von Jay Powell jetzt nicht wirklich in irgendeiner Form verändert. Das ist meiner Einschätzung nach der Haupttreiber, ganz besonders die Antizipation weiterer Volatilität an den US-Equities tatsächlich, die sich dann jetzt hier im europäischen Markt eben bemerkbar machen und für diese Abschläge eben sorgen. Also das ist der Treiber, den ich dahinter eben durchaus ausmache. Und so, nunmehr, also Intraday ist das eigentlich, ich sag mal, nicht ein No-Brainer, aber zumindest mal kein Trade, der irgendwie näherer Erläuterung in irgendeiner Form aktuell bedarf. Klassisches Open-Range-Setup, also das ist eine Möglichkeit, selbstverständlich. Klassisches Open-Range-Setup dadurch einfach, dass wir unterhalb des EMA 50 handeln, auf 5-Minuten-Basis unterhalb eröffnen, den Ausbruch aus der Open-Range auf der Unterseite sehen, triggert einen potenziellen Short-Trade, der so lange intakt bleibt, wie wir entweder nicht ausgestoppt werden, beziehungsweise jetzt. Zwei Möglichkeiten, entweder du arbeitest mit einem vorgefertigten Chance-Risiko-Verhältnis, beziehungsweise gestehst dem Markt vielleicht weiteres Risk-Off-Potenzial zu, das ist dann die diskretionäre Komponente. In der Basisversion arbeiten wir mit einem vorgefertigten Chance-Risiko-Verhältnis. In der diskretionären Anpassung sagen wir, wir haben jetzt hier das Potenzial eines starken Intraday-Trends, der sich herauskristallisiert durch die derzeitigen Gegebenheiten, wo wir eben auch das Potenzial haben, im Bereich der Tagestiefs eventuell sogar zu schließen, wie wir hier dann damit noch nicht
gesehen haben. Das bedeutet also konkret gesprochen, wir würden an der Stelle an der Position bis in den Abend hinein festhalten, würden das Management des Trades vielleicht eingehend anpassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob der hier verfügbar ist, eigentlich der Indikator. Was man nämlich auch machen kann, da bin ich mir nämlich nicht sicher, ehrlich gesagt. Im Moment, Supertrend. Ja, der Supertrend, der ist nämlich auch hier drin. So, der ist standardmäßig hier verfügbar. Das ist ja eine Anlehnung an die, oder eine Anlehnung an, beziehungsweise das ist ja die Basis, ist ja der Trading View an dieser Stelle. Und jetzt machen wir mal 2,618. So, das ist die Aggregation, die ich dann immer nutze. Und ich möchte mal schauen hier, Farbe ist eigentlich okay. Kann man die ein bisschen dünner machen? So gefällt mir das. So, also, was man jetzt machen könnte, alternativ zum Beispiel, in Anlehnung an das Stichwort Supertrend, das sagt der Name schon, das ist ein volatilitätsbasierter Trend, Indikator, der basierend auf der, auf dem vorherrschenden Trend und der Volatilität im Markt dementsprechend diese Linie hier, diese grau-braunfarbe ist es, diese braunfarbene Linie eben erstellt. Und wir könnten jetzt aus dieser Perspektive zum Beispiel für einen Short Trade sagen, solange wir unterhalb dieses Supertrend an der Stelle eben hier handeln, würden wir den Trade weiter short halten. Das wäre eine Möglichkeit, den Trade zu managen. Diskretionärer bzw. etwas großzügiger könnte man sagen, solch einen Short Trade, den halte ich so lange wie unterhalb des EMA 50 zum Beispiel handeln. Der hat sich ja als Trendfilter herausgestellt, schon seit geraumer Zeit, beziehungsweise auch als dynamische Unterstützung und beziehungsweise im aktuellen Umfeld dann wahrscheinlich Widerstandslinie. Fakt ist auf jeden Fall, egal wie man jetzt den Trade managt, aus rein researchtechnischer Perspektive sehe ich hier bis tatsächlich in Gefilde um mindestens 5,6, das ist die Region hier, die sich ergibt durch die entsprechenden Auflagepunkte, beziehungsweise vielleicht sogar darunter bis in Gefilde um 15,4 und dann den 15.000er Bereich, sehe ich eigentlich wenig Unterstützung. Also das heißt, durch den jetzt erfolgten Bruch, ich will das mal ganz kurz hier einzeichnen, die Inflection hier im DAX, die ist definitiv nicht erobert worden. Also wir haben uns nicht oberhalb stabilisieren können. Stattdessen sehen wir jetzt, dass nach der letztwöchigen Price Action am Montag hier, wo wir dann das letzte Mal diesen Spike in den Zinsen höher gesehen haben, dass wir jetzt tatsächlich diese Trendlinie haben nicht halten, sondern jetzt brechen aktuell. Also nicht halten können, sondern jetzt brechen. Und das ist ein ganz klar bärisches Signal, was eben weiteres Abwärtspotenzial an der Stelle suggeriert. Wir sehen an der Stelle auch eine Sequenz jetzt fallender Hochs, die sich herauskristallisiert, tiefere Tiefs, die sich herauskristallisieren. Und dann arbeiten wir einfach mit den sich ergebenden Chartleveln ausgehend von der jüngeren Vergangenheit, in den letzten anderthalb Monaten ungefähr auf der Stunde. Und so kommen wir dann eben hier auf die 15,6, dann auf die 15,4. Vielleicht noch im Bereich 15,2 und dann darunter eben der Bereich 15.000 Punkte. Also es kann durchaus sein, dass wir auf der Unterseite noch nicht fertig sind. Nichtsdestotrotz, also zum einen mal angenommen, jetzt würden wir aus einem bestehenden Short Trade rausgeholt werden. Der Supertrend, der würde also gestoppt. Wir managen den Trade, den wir aufgesetzt haben, über den Supertrend. Aber wir sehen an der Stelle zum Beispiel, dass es nicht zu einer Rückeroberung hier dieser EMA 50-Linie kommt. Also das heißt, wir schießen zwar hier drüber und das würde eigentlich, und das ist Erfahrung, das ist eigentlich ein Erfahrungswert. Ich habe dazu jetzt keine statistischen Grundlagen oder keine Basis, auf der ich die Aussage jetzt hier treffe, aber ich habe beobachtet, dass in einem stark trendigen Markt über den Tag, Intraday, wo ich einen Trade mit dem Supertrend manage, dass dieser respektiert wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert, in dem Moment, wo der in irgendeiner Form angeschossen wird und diese jetzt hier immer noch bestehende Short-Sequenz dann oder beziehungsweise dieser Short-Modus unterbrochen wird, dann ist das eigentlich ein Indiz, dass sich das Momentum in dem Fall auf der Unterseite, also in Richtung des vorherrschenden Trends, beginnt deutlich abzuschwächen. Das sollte also so ein bisschen ein Warnsignal an der Stelle sein, sollte es jetzt hier zu einer Rückeroberung kommen. Aber es ist auch schon vorgekommen, auch das habe ich schon beobachtet. Und dafür wären dann heute Nachmittag die US-Märkte gut. Jetzt beispielsweise, dass wir den Rücklauf dann in Richtung des EMAs sehen, den nicht in der Lage sind, zurückzuerobern, was weiterhin bedeuten würde, wir hätten dann den Vorteil auf der Short-Seite Intraday aus dieser Perspektive. Und das ist das Interessante dann, in dem Fall, dass wir den auch als potenziellen Short-Trigger in Betracht ziehen können. Also könnten wir dann durchaus sagen, wir handeln hier mit einem engen Stop vielleicht nochmal als Re-Entry in einen jetzt bestehenden Short-Trade, der ausgestoppt würde. Dann kriegen wir einen Retest zu sehen, würden die Position nochmal aufbauen mit einem engen Stop.
relativ knapp ober vielleicht, oberhalb vom EMA, weil wir wissen, sobald der Euro zurückerobert wird, willst du dann nicht mehr short sein und würden dann eben weiter auf eine Fortbestehen des Trendes eben tatsächlich hier spekulieren. Also diese Möglichkeiten, wie gesagt, alle bestehen in der Stelle. Fakt ist auf jeden Fall, aktuell sollten Long-Engagements vermieden werden. So lässt sich das erstmal grob zusammenfassen und wir sollten ganz klar den Fokus auf die Short-Seite eben richten. Und die Frage der Fragen ist eben jetzt, jetzt würde zum Beispiel der Trade ausgestoppt werden, der Short Trade. Die Frage ist jetzt zum Beispiel als nächstes, können wir den ehemals zurückerobern? Können wir den halten? Falls ja, wäre das vielleicht ein erstes Signal, dass es so eine Art, ich nenne ihn jetzt mal Turnaround Tuesday gibt. Also der ein oder andere hat da vielleicht schon mal von gehört, dass es da so eine Tendenz gibt, dass der Markt dann sein vorherrschendes Short Momentum eben tatsächlich erschöpft. Wobei ich an der Stelle eben dann auch so ein bisschen sagen muss, wir haben jetzt einen verzögerten Start in die Handelswoche zu sehen bekommen. Also ein klassisches Umfeld ist es nicht. Wir haben jetzt eigentlich gestern verkürzten Handel durch den Martin Luther King Day. Deswegen, also in den USA ganz besonders, deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich würde das jetzt nicht unbedingt in Stein meißeln. Aber nichtsdestotrotz, es besteht eine Möglichkeit und das klarste Signal für mich jedenfalls würde gesendet in jedem Moment, wenn wir hier den EMA 50 eben an der Stelle zurückerobern würden. Andernfalls, wie gesagt, 15,6. 15,4, 15,2, die habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, sondern dann die 15.000er Region. Dass wir weiter die Short-Seite favorisieren sollten, das zeigt sich jetzt auf jeden Fall charttechnisch relativ deutlich hier im Tech-Bereich und in dem Fall im Nasdaq. Jetzt nehme ich den Supertrend mal wieder raus. So. Und zwar haben wir jetzt hier doch recht klar, glaube ich, einen Bruch der unteren Aufwärtstrendlinie auf den Weg gebracht. Tiefere Tiefs allerdings noch nicht markiert. Also aus der Perspektive möchte ich mal sagen, besteht vielleicht noch so ein wenig Hoffnung. Das kann man hier ganz besonders erkennen. Am besten noch. Also wir können den Chart jetzt natürlich stark zusammenstauchen, aber da müssten wir ein bisschen weit arg in der Geschichte zurückgehen. Eine Handelswoche auf 5-Minuten-Basis. In dem Fall gucken wir uns einfach hier oben rechts die Stunde an. Und daraus könnte sich natürlich jetzt auch ein starkes Signal eben herauskristallisieren. Also bei aller Skepsis, die sich offenbart und bei dem Bruch aus dieser Range auf der Unterseite, dem Bruch aus dem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite, dem Anvisieren eigentlich möchte man schon sagen, der 200-Tage-Linie, anziehender Zinsen, alles spricht im Grunde genommen gegen Growth-Titel im übertragenen Sinne, Tech-Titel massiv auf breiter Front unter Druck. Dadurch ergibt sich jetzt schon ein sehr einseitiges Sentiment im Markt. Wo sich jetzt natürlich schon die Frage stellt, gelingt es hier überhaupt tiefere Tiefs zu markieren? Also die Tiefs von letzter Woche Montag zu unterschreiten. Wenn das nicht gelingen sollte, dann muss ich wiederum gestehen, dann sind wir zwar noch lange nicht über dem Berg. Dazu möchte ich erstmal sehen, dass wir wirklich hier dann auch die 15,5 zurückerobern, beziehungsweise vielleicht sogar dieses kleine Zwischenhoch hier so Bereich 15,650, 15,700 zurückerobern. Das würde uns natürlich über den Berg bringen. Also der Modus wäre dadurch noch nicht bullisch. Aber zumindestens mal würde das eben hier die Tendenz des Ausbildens eines höheren Tiefs eben unterstreichen und könnte das hier, ähnlich wie auch der Rutsch letzte Woche unter diese Niveaus, möglicherweise als Fehlausbruch tatsächlich heraus sich kristallisieren lassen. Also dafür ist noch eine ganze Menge Holz aus dem Weg zu räumen seitens der Bären, Entschuldigung, seitens der Bullen natürlich. Es ist jetzt damit nicht gesagt, dass wir nur, weil wir hier ein höheres Tief markieren, dann über den Berg sind, sondern was wir dazu natürlich sehen wollen, ist ganz besonders eben die Rückeroberung hier der 15.500er Region Roundabout. Das entspricht ungefähr auch dieser Konsolidierung, die wir hier ausgebildet haben, bevor es jetzt das nächste Legdown gab. Also wir sind bereits über den asiatischen Handel ja hier im vorbörslich bzw. im Future hier unter Druck gekommen, konnten allerdings zunächst die 15.500er Region halten, sind dann eben jetzt durch die schwachen Vorgaben aus Europa nach unten unter diesen Bereich gerutscht. Sollten wir jetzt in Folge einer Gegenbewegung diesen Bereich zurückerobern können und es oberhalb halten können, auch vor der US-Eröffnung, dann um 15:30 Uhr, wenn die Kasse reinkommt, dann wäre das vielleicht ein erstes Signal, dass es das auf der Unterseite schon wieder war und dass dann die Chancen eben erwachsen für diesen Turnaround Day oder für diese Umkehr. Wie gesagt, das bleibt jetzt an der Stelle erstmal abzuwarten. Grundsätzlich, wie gesagt, ist noch nicht aller Tage Abend. Das Bild trübt sich deutlich ein für die Bullen, ja, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, weil wir eben bis dato die Tiefs von letzter Woche Montag noch nicht unterschritten haben. Sobald wir sie unterschreiten und ein Tagesschluss unterhalb stattfindet, sehe ich wenig Gründe, nicht davon auszugehen, dass dann eben hier weitere Abwärtsdynamik in den kommenden Tagen bis mindestens 15.000, eventuell sogar ein Überschießen und dann Test dann in dem Fall der 14.700er Region vielleicht sogar ansteht. Das gilt besonders dann just in jenem Moment, wenn eben die Zinsen sich weiter beginnen, beschleunigend auf der Oberseite dann darzustellen. So,
Das also zum DAX, zum Nasdaq. Machen wir zunächst einmal ein rundes Equities-Bild und blicken einmal auf Roku. Ich will mal ganz kurz auch mal hier schauen. Okay, hier ist aber alles fein. So, das Problem ist jetzt hier, dass die Kurshistorie irgendwie ein bisschen verschluckt ist. So möchte ich es mal bezeichnen. Deswegen gucken wir in dem Zusammenhang mal auf meinen Chart hier, wo ich mir die Daten auch direkt dann von der Nasdaq ziehe. Und wir sehen jetzt schon bereits hier die Aktie erneut mit einem potenziellen Gap Down, was sich herauskristallisiert um 163, geschlossen am Freitag um 167,50. Also dieser grünfarbene Button da rechts, das ist der Schlusskurs. Alles, was du in Orange siehst jetzt, das ist eben die Vorbörse. Earnings stehen noch an, Earnings werden veröffentlicht. Das ist eigentlich noch relativ weit hin, ne? Also das ist also noch über einen Monat tatsächlich, wo wir jetzt natürlich dann schon uns die Frage stellen müssen, ist dieser Abverkauf eigentlich in Anbetracht dieses anstehenden wichtigen News-Events, ist der fundamental getrieben? Wird der noch fundamental getrieben? Jetzt muss man ganz kurz gucken. Kann man hier einen schönen Abwärtstrendkanal? Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ist das noch fundamental getrieben? Wir erinnern uns kurz daran, Anfang November, das war hier am 4., beziehungsweise nachbörslich am 3. Also am 3. wurden die Zahlen veröffentlicht, am 4. dann entsprechend eben die Reaktion im Markt mit dem damaligen Gap Down, das können wir hier erkennen. Ja, beziehungsweise können wir das überhaupt erkennen? Ich ziehe das mal ganz kurz hier raus. So, ja, da gab es dieses relativ scharfe Gap Down. Wir sind oberhalb von $300 haben wir geschlossen mit der Aktie. Mittlerweile hat sich die Aktie fast halbiert von dort, von dem Schlusskurs. Dann kamen die Earnings und dann hat sich eben herauskristallisiert, dass das Wachstum sich beginnt abzuschwächen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ganz kurz zur Einordnung. Wer oder was ist Roku? Roku ist ein Streaming-Dienstanbieter. Ähnlich so in Richtung, ja, obwohl, wir können auch Wiki machen. So, ähnlich in Richtung Netflix, beziehungsweise bietet Streamingdienste an, aber eben auch Hardware. An der Stelle, mal gucken, haben wir einen deutschen Artikel? Haben wir noch nicht mal. Na, toll. Also, is a brand of hardware digital media players manufactured by American company Roku. Also, das ist noch nicht mal jetzt ausschließlich nur ein Streaming-Dienstleister, sondern das ist eben ein Dienstleister, der Hardware anbietet für solche digitalen Streaming-Dienstleistungen beispielsweise. Ja, so will ich das vielleicht mal bezeichnen. Roku Devices have been considered influential on the digital media player market, helping to popularize the concept of low-cost, small-form-factor set Top-Boxes for over-the-top-Media-Consumption. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Dienstleistungen im Bereich Streaming, Entertainment und so weiter nehmen ja fortwährend zu in unser alltäglichen Leben. Also ich kenne mittlerweile keinen mehr, der nicht in irgendeiner Form einen Netflix-Account hat oder weiß ich nicht, wie heißen die anderen Dinger noch? Ich glaube, Sky Ticket gibt es noch, Disney Plus, Hulu und so weiter. Und Roku spielt in diesem Bereich ebenfalls eben entsprechend eine Rolle und bietet dann die entsprechende das Equipment dafür an. Darüber hinausgehend bietet natürlich eben entsprechend auch Roku Streaming-Dienstleistungen, hat entsprechende Partnerships. Jüngst ist zum Beispiel, das war einer der Gründe für diesen Pop auf der Oberseite, das war die Beilegung eines Konflikts, den man beispielsweise mit YouTube gehabt hat. Um was es genau ging, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass das eine ziemlich dramatische Gegenbewegung hier war und das zeigt auch die Volatilität in der Aktie, die da denkbar ist. Wir haben da aus dem Stand im Grunde genommen 30% Aufschläge von den Tiefs gesehen, die wir noch 3 Tage, das war am 6., genau, das war am 6. Dezember. Und dann haben wir eben die News gesehen, die lief über den Ticker, das war am 8. Und dann am 9. toppten wir allerdings aus, rollten dann erneut über und haben dann hier auch ganz klar gezeigt, dass dieser Abwärtstrend erstmal weiter bestehen bleibt. Aber da kann man sehen, was eben das für News sind, die in der Lage sind, die Aktie eben entsprechend hier zu triggern, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Aber Fakt ist, in dem Zusammenhang, also natürlich ist Roku als Hardware-Dienstleister Status quo abhängig von den entsprechenden Hardware, von den Teilen, von den zu verarbeitenden Teilen, um diese Player eben, beziehungsweise die Software eben entsprechend hier herzustellen, logischerweise. Logischerweise. Und nunmehr haben wir einfach diese Lieferengpässe, die sich auf breiter Front zeigen. Und infolgedessen
ist dieser Wachstumsausblick, der weiterhin exorbitant groß ist. Also Roku erwartet weiter in der Größenordnung zwischen 30 bis 40% ausgehend von den Analystenschätzungen und dergleichen zu wachsen pro Jahr. Aber Roku hat halt jetzt im letzten Quartalsbericht, und der hat dann eben dieses Abwärtsmomentum nochmal weiter getriggert, hat dann eben gezeigt, dass das eventuell sich deutlicher abschwächt. Wenn man sich vor Augen führt, von wo Roku kommt und durch was Roku besonders hier getragen wurde, nämlich diesen Tech-Hype post-Corona, und wo wir dann hier von $60 die Aktie in der Spitze bis auf $500 hochgekauft worden sind, massive, massive Wachstumsaussichten dafür gesorgt haben, dass es einen richtigen Chase gab, der dann nochmal weiter befeuert wurde, durch auch das Interesse beispielsweise von ARK Innovation ETF. Katie Wood beispielsweise, die Roku zum Beispiel als zweitgrößte Position innerhalb ihres Innovation ETFs hält, nach Tesla zum Beispiel. Das hat dazu geführt, dass eben auch viele Retail-Trader dann auch im Optionsbereich hier aktiv geworden sind, und das hat dann eben einen fast vertikalen Kursanstieg einfach getriggert. Und wir haben eine massive Beschleunigung auf der Oberseite gesehen. Es gab einige auch Trader, die schon gesagt hatten, eigentlich so in Gefilden hier so um 250, $300 eigentlich. Das ist schon recht happig bewertet, aber das Momentum, das war ganz klar auf Seiten von Roku und naja, also beziehungsweise auf Seiten der Aktie, und hat dann eben entsprechend für diesen fast vertikalen Kursanstieg ähnlichen Verlauf wie Tesla beispielsweise auch geführt. Dann gab es einen recht scharfen Pull-in, da hat sich die Aktie nahezu fast halbiert. Das lief alles in der ersten Hälfte des Jahres 2021, besonders ausgehend eben hier von diesem Top und der damaligen Volatilität im Zinsbereich, eben dann auch tatsächlich Inflationserwartungen, die anziehen und so weiter, sich eintrübende Wachstumsaussichten ab, hat sich die Aktie fast halbiert, lief dann nochmal nach recht soliden Earnings und entsprechenden Spekulationen, Wachstumsaussichten in Richtung der Hochs, und hat jetzt ein klassisches Doppeltop eben ausgebildet. Und seitdem hat die Aktie nunmehr nicht nur 50%, sondern an der Stelle, wir sind jetzt bei 100, wie gesagt, 163 von den Hochs, ungefähr um 490, das kann man selber ausrechnen, Abschläge von fast 70% mittlerweile gesehen. Das ist nicht besonders attraktiv für längerfristige Engagements, also jedenfalls nicht ausgehend von den derzeitigen Gegebenheiten. Ich denke, die Wachstumsaussichten, die sind weiterhin attraktiv, aber das, was sich hier widerspiegelt, ist keine starke Nachfrage des Marktes, die du benötigst, um dann solche Beschleunigungsphasen auch wieder aufzunehmen. Also zunächst einmal brauchst du einen entsprechenden Trigger, wie auch immer geartet er sein mag. Und das bedeutet also, kurzfristig ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich das Abwärtsmomentum eher weiter anhält. Nun ist es allerdings so, und dann kommt wiederum die andere Überlegung bei der Sache: Du hast aber immer noch einen starken Growth-Titel, und du hast immerhin jetzt einen sogenannten Beaten-Down-Name im Tech-Bereich und vieles, was eben schon auch eingepreist ist im Hinblick auf anziehende Zinsen. Das hast du da einfach einen Titel, der 70% trotz eines wirklich soliden Geschäftsmodells und eines kontinuierlich immer profitabel werdenden Geschäftsmodells eben hier zeigt. Was ich hier mal aufgemacht habe, ist jetzt der Link zur Nasdaq, die dann immer die Earnings Announcement Dates auch beispielsweise anzeigt. Das hatten wir im Hinblick auf Tesla schon mal gesehen. Und hier sieht man eben diesen sich stark beschleunigenden Wachstumsausblick, auch die Projektion hier weiterhin. Das Unternehmen, das war tatsächlich noch bis Ende des Jahres 2020 unprofitabel, und das fängt an, jetzt kontinuierlich Geld zu verdienen. Und zwar in einem immer stärker sich beschleunigenden Maße, wobei natürlich hier, Earnings per Share ganz besonders, der hat tatsächlich sich rückläufig präsentiert. Zweite Quartal, dritte Quartal. Also das Unternehmen ist alles in allem zwar profitabel, aber ein Wachstumstitel, der mit diesen massiven Vorschusslorbeeren dieses Momentum hier aufgenommen hat, der sollte natürlich weiter sich beschleunigendes Gewinnwachstum eben tatsächlich sehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass wir, wenn auch erstmal abwarten sollten, ob es früher oder später gelingt, hier diese Trendlinie zurückzuerobern und dergleichen, dass sich übergeordnete global makroökonomische Bild aufhellen muss und so weiter, Inflationssorgen beginnen müssen zu legen und so weiter und so weiter, dass wir aber dennoch mindestens die Chance haben dürften, einen früher oder später erfolgenden Retest dieser Trendlinie zu sehen zu bekommen. Und vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier im Bereich um 160 sind und sich auch das übergeordnete Bild eher schwach präsentiert, besteht eine Chance, dass wir so einen Flash-Out-Moment zu sehen bekommen vor den Earnings, und dass auch diese Earnings jetzt beispielsweise vielleicht schon viel Negatives vorwegnehmen. Also das heißt, in dem Fall ist es so, dass wir hier in Earnings per Share zum Beispiel für Q1 an der Stelle, mal kurz gucken, hier in Earnings per Share von nur plus einem Cent sehen. Also das sind die Zahlen, die jetzt erwartet werden. Ja, das ist jetzt der Estimate an der Stelle, hat noch nicht reported. Hier hat man schon gesehen, man hat die Erwartungshaltung damals übertreffen können. Allerdings, wie gesagt, hat das sich abgeschwächt im Vergleich zum Earnings per Share vom davor ausgegebenen Quartal Q2. Aber auf jeden Fall,
Sollten wir jetzt hier eine positive Überraschung zu sehen bekommen, die vielleicht leicht unter dem liegt, was wir zu sehen bekommen haben im dritten Quartal, aber immer noch ausreichend oberhalb der Erwartung, dann könnte das besonders vor dem Hintergrund eben hier diese Abschläge, die wir jetzt jüngst sich nochmal haben beschleunigen sehen, vielleicht zu einem scharfen Bounce führen. Und die Region um 150 ganz besonders, die scheint mir da durchaus interessant zu sein. Also hier, wenn wir nochmal in diese Gefilde, das sehen wir ja auch, das sind die Niveaus, die sich im Bereich der Hochs ausgebildet haben, bevor es dann zu diesem Corona-Abschlag kam und dann eine Konsolidierung mit anschließendem scharfen Breakout, den wir hier gesehen haben. Also diese Region 150, 155, so in diesem Bereich, in dem wir jetzt beginnen vorzustoßen, der könnte Chance-Risiko-Verhältnis technisch ganz interessant sein, wenn wir darauf spekulieren, einen Bounce zu sehen zu bekommen in Richtung dieser Trendlinie, Gefilde 190, vielleicht sogar 200. Also dann haben wir eine Chance von etwa, ich sag mal, $40 die Aktie. Ja, $40, 40, 45, vielleicht sogar 50, je nachdem. Wenn wir um 150 reinkommen und der Bounce bis 200, dann haben wir sogar 50. Ich bin lieber immer ein bisschen konservativ unterwegs, $40 Chance, während wir auf der Unterseite eben, ich sag mal, also maximal ein Risiko haben, vielleicht nochmal von $10, wenn wir gegen die 150 in den Trade hineinkämen. Also das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier diese August-Konsolidierungstiefs in irgendeiner Form substanziell unterschreiten. Und das macht dann schon einen attraktiven Trade für ein paar Tage, Wochen, vielleicht für die nächsten Wochen eben in den Roku eben tatsächlich aus. Ich mache die Aktie jetzt, wird man sich vielleicht denken, naja, es ist doch eigentlich Intraday, was wir hier betrachten. Warum denn dann so ein längerfristiges Play, wenn die Earnings da doch erst am 17. Februar anstehen, also in einem Monat von jetzt. Der Grund dafür ist, dass wir jetzt in diese Gefilde vorstoßen und dass es jetzt sein könnte, dass wir eben uns schon mal darauf vorbereiten sollten, ein Entry gegen diese Region eben uns Gedanken darum zu machen. Also das heißt, etwas anders formuliert, es könnte durchaus sein, dass in Folge heute stärkerer Turbulenzen eines Flushouts irgendwie im Equities-Bereich nochmal auf der Unterseite, eine stärkere Dynamik, die dann im Nasdaq auf den Weg gebracht wird, eben genau diese Region anlaufen und dann ein scharfes Reversal zu sehen bekommen. Deswegen machen wir das jetzt eben tatsächlich schon mal zum Thema. Man muss sich aber auf jeden Fall klar machen, das ist eine rein spekulative Angelegenheit an der Stelle, also die darauf abzielt im übertragenen Sinne, das ist so eine Art Mean Reversion Play. Also das heißt, wir spielen eigentlich die Gegenbewegung in Richtung eines fundamental gerechtfertigten höheren Niveaus, ausgehend von diesen Wachstumsaussichten, sind aber dennoch gegen den Vorteil unterwegs, der sich ganz klar auf der Short-Seite präsentiert. Also das heißt, das sollte im Hinterkopf behalten werden, sprich anders formuliert. Reduktion der Positionsgröße an der Stelle wäre nicht unbedingt die schlechteste Idee, die man dort eben anstreben sollte. So, also Titel findet ihr auf jeden Fall hier in der MarketsX London Plattform. Habt die Möglichkeit, wie gesagt, Intraday. Wir eröffnen, wir haben jetzt schon diesen Bereich, das war letzte Woche in der Übertreibung, das war besonders am Donnerstag, diese 160er-Region angelaufen. Sollten wir also folglich diese nochmal anlaufen, unterschreiten, kurz einen Flush drunter sehen und dann aber drüber oberhalb schließen, also 160 an der Stelle, dann könnte das ein erstes Indiz schon für einen sich abzeichnenden Bounce eben sein in Richtung der 200er-Region. Wie gesagt, Optimalszenario wäre vielleicht, dass man eine Limit Buy gegen die 150 eben überlegt, dass man versucht, gegen den Bereich wirklich zu kaufen. Bei einem nochmaligen Unterschreiten der 160. Soweit also an der Stelle zu Roku. Auch interessant finde ich gerade Gold. Ist natürlich jetzt aktuell sehr suboptimal bis hierhin. Ich muss jetzt auch nochmal wahrscheinlich meine Order entsprechend anpassen. Die ist noch nicht gefüllt worden. Das, was mir jetzt natürlich hier nicht gefallen kann, ist, dass wir diese Trendlinie eben brechen. Ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass wir gegen diese Trendlinie aufdrehen und entsprechend eben den Break dann über die 8,30 zu sehen bekommen. Mal gucken, ob wir jetzt überhaupt diesen Break höher zu sehen bekommen oder wo wir jetzt auch gegen welchen Bereich wir in Bodenbildung hier bilden, beziehungsweise gegen welchen Bereich, wenn überhaupt wir in der Lage sind, hier zu konsolidieren. Region so 808 bis 810 sollte schon gehalten werden. Meine Idee ist tatsächlich jene, dass ich diese aktuell sich hier herauskristallisierende Bodenbildungsstruktur, die jetzt schon seit langer, langer Zeit anhält, eigentlich schon seit August hier, mit dem zwischenzeitlich erstmals erfolgten Bruch über die 8,30, der dann wieder abverkauft worden ist, aber jetzt eben diesem Rücklaufen, dem Halten hier dieser Tiefs, das ist so die 57, 67er Region und dann dieser, wie soll man das nennen? Enger sich darstellende Price Action einfach. Also das heißt, dass die abnehmende Volatilität, die sich hier herauskristallisiert aktuell,
Die begünstigt meiner Einschätzung nach eher früher als später einen potenziellen Vola-Breakout. Und eher am ehesten tatsächlich oberhalb von 8,30, dem Bereich, der sich auch jetzt wieder als signifikant herauskristallisiert hat und den, wenn wir es mal ein bisschen verlängern hier, auch in der Vergangenheit schon eine Rolle gespielt hat. Also diese Konstellation, die wir einfach hier zu sehen bekommen, das ist ja, ich finde, das ist eine sich abzeichnende Kontraktion vor einer bevorstehenden Expansion, bei der ich am ehesten davon ausgehe, dass sie auf der Oberseite stattfindet. Und also, das bedeutet ja erstmal aus trainingtechnischer Perspektive. Ich werde auch gleich darlegen, noch ganz kurz erklären, wie ich dazu komme, dass ich oder warum ich eher erwarte, dass wir den Break auf der Oberseite hier sehen, auch wenn das jetzt hier charttechnisch nicht ganz so sauber ist. Aber ich habe den Buy-Stop erstmal auf der 8,30 und hatte zunächst einmal meinen Stop so im Bereich, ich glaube, 8,15, 8,14. Muss den jetzt natürlich anpassen durch die jüngste Price-Action, was auch ein Indiz dafür ist, dass aktuell der Zins offensichtlich der Haupttreiber ist. Das ist kein wirklicher Risk-Off-Modus oder. Naja, nicht wirklicher Risk-Off-Modus, ist falsch formuliert. Es ist ein Modus, der potenziell Risk-Off begünstigt, der aber übergeordnet darüber auch auf klassische sichere Häfen, wie beispielsweise Gold, überschwappt. So möchte ich es vielleicht am ehesten mal bezeichnen. Und das heißt also an dieser Stelle, diese aktuelle Entwicklung, die wir auf breiter Front sehen, im Equity-Bereich sehen, die ist mit Sicherheit auf den Zins zurückzuführen, weil auch zeitgleich eben es nicht zu dieser klassischen Growth zurück in Value oder zurück in sichere Häfen Rotation kommt, zu der auch dann Gold sehen würde, sondern auch Gold unter Druck ist. Und wobei wir wissen, dass Gold sehr stark negativ korreliert ist mit dem US-Zins an der Stelle. Beziehungsweise nicht nur mit dem US-Zins, sondern an der Stelle ganz besonders mit der Realverzinsung, die aktuell eben sich weniger aggressiv negativ darstellt. Und das eben der Haupttreiber hierfür ist. Inflationserwartung bleibt stabil. Nach den letztwöchigen Zahlen mit Sicherheit im Bereich so um die 7% Year on Year veröffentlicht worden. Höchstes Niveau seit 1982. Und du siehst jetzt einfach einen anziehenden Zins, 10-jährige Zinsen, die auf über 1,8% steigen, was dann eben hier jetzt derzeit dafür sorgt, dass die negative Realverzinsung weniger negativ ist, Gold unter Druck gerät. Aber ich gehe eher davon aus, dass sich das eher früher als später wieder stabilisieren wird können. Warten wir mal ab. Es gibt keine wirklich fundamentalen Trigger übrigens, also der Häusermarkt eventuell, der da vielleicht ein bisschen was triggert, aber sobald sich der Zins beginnt, hier so ein bisschen zu entspannen, eventuell dann allerspätestens nächste Woche, wenn sich Anzeichen herauskristallisieren, dass die Fed zwar irgendwie einen geldpolitisch restriktiveren Kurs zu fahren scheint, Stichwort Fed Watch Tool, das hatten wir ja, ach, das habe ich gar nicht hier aufgemacht, darum. Derzeit werden vier Zinsanhebungen gespielt. Über das Jahr. Ich glaube nicht, dass man hier noch dramatisch an der Erwartungshaltung gedreht wird, etwas bekommen, so möchte ich es mal formulieren, dass wir eine Zinsanhebung gleich bereits nach der Rückführung der Anleiheaufkäufe im März zu sehen bekommen, um 25 Basispunkte. Aber alles, was in der Lage ist, hier besonders die Erwartungshaltung von vier Zinsanhebungen im Jahr 2000 und 22 zu reduzieren, also deutlich zurück unter 70%, beziehungsweise in Richtung 50%, vielleicht sogar unter dieses Niveau zu drücken. Alles, was in diese Richtung geht, wäre in der Lage, hier für eine sehr starke Erholung dann sicherlich im Tech-Bereich, beziehungsweise dann ganz besonders eben auch in Gold zu sorgen. Und das ist eben mit einer so der Gründe, wo ich sage, für mich ist das aktuell eigentlich nur ein bisschen erratisches Geplänkel. Ich weiß nicht, wann der Break höher stattfindet, aber ich gehe davon aus, dass er früher oder später stattfinden wird und dass diese Kontraktion, die hier stattfindet, es dann auch möglich macht, recht sauber eigentlich das Risiko in dem Fall hier zu kalkulieren, auch wenn das jetzt sich ein bisschen ausweitet. Aber ich sehe auf der Oberseite mindestens Potenzial bis 8,70, eventuell sogar bis in Gefilde um 1900 und auch darüber sogar. Man könnte mir ausgehend eben hier vorstellen, dass selbst ein Risiko von $25 an der Stelle immer noch mit Erwartungshaltung eines Pushes in Richtung oder über die 1900er Marke ein CAV von 4 zu 1 für so einen Trade eben nach sich zieht. Also, wie gesagt, aktuell bin ich nicht positioniert. Buy Stop will ich aber hier in diesem Bereich platzieren an der Stelle, einfach mit dem Ziel, einen Break Follow-through auf der Oberseite einfach höher zu sehen zu bekommen. Ja, das also zu Gold an der Stelle. Euro-US-Dollar wieder zurückgedroppt unter die 1,14. Ich will jetzt mal ganz kurz die Möglichkeit dazu nutzen, übrigens hier.
einmal in die Discord-Community zu gehen und einmal, ich hatte mich jetzt gestern dazu nichts geschrieben, aber ich nutze den Gedanken jetzt einfach mal oder die Möglichkeit hier dazu was zu sagen. Und zwar hatte der Goldschink ja gestern gefragt, Trendkanalbegrenzung, in dem Fall Euro-US-Dollar, und er hatte die jetzt ein bisschen anders gezogen an dieser Stelle und hatte an dieser Stelle eben hier herausgestellt, dass er sagt, naja, wenn wir die anders zeichnen, also die Auflagepunkte an der Stelle anders wählen, ich lege mal genau so, muss ich mir irgendwie an der Stelle gucken. Kriege ich das auch hin? Fällt mir schwer. Fällt mir schwer. Moment, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz in den Chart rein. Tag. Okay. Also die Auflagepunkte aus dem Juni, aus dem September. Okay. Also das sind diese Auflagepunkte. Aus dem Juni, aus dem September. Also demnach passt es schon. Das ist auch ein Daily Chart gewesen. Ja. Ich glaube, unabhängig davon, wie man die jetzt einzeichnet, dann wird eins relativ offensichtlich, glaube ich, an der Stelle. Und zwar, dass hier, dass diese verschiedene Möglichkeit, diese, je nachdem, abhängig vom Winkel eben hier in den Chart zu legen, das ist einer der Gründe, weswegen Diagonale immer so ein bisschen kritisch beäugt werden in Bezug auf die Identifikation von Unterstützung und Widerstände an dieser Stelle. Aber mal angenommen, wir würden den jetzt tatsächlich so in dieser Form hier, würden wir den einzeichnen. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, zack, einmal ganz kurz der Vollständigkeit halber hier. Und zwar April. Da, ich würde auf eine weitere Bestätigung aus einer kleineren Zeitebene. TF steht für Timeframe. Kleineren Timeframe warten. Eventuell 1,10 ist ambitioniert, nicht unmöglich. Würde bei 1,12 rum aber mal was vom Tisch nehmen. Das ist das, was er schreibt. Also, ich würde tatsächlich Folgendes machen. Und zwar erstens Bestätigung. Wie sieht eine Bestätigung, sehr eine Bestätigung aus, dass es hier wirklich zu einem Überrollen kommt und dass jetzt der US-Dollar wieder oder die US-Dollar-Bullen an der Stelle einen Vorteil auf ihrer Seite haben? Was übrigens konträr zu meinem bullischen Ausblick für Gold sprechen würde, übrigens an der Stelle. Das wäre just in dem Moment der Fall, wenn wir diese grünfarbene Unterstützungslinie hier, diese gestrichelte Linie unterschreiten, auf Schlusskursbasis. Also sprich, wenn wir unterhalb dann in dem Fall. Ich runde es mal auf 1,1350 schließen würden. Also alles, was wir unterhalb von 1,13 rutschen und unterhalb von 1,1350 rutschen und unterhalb schließen, würde ich tatsächlich als Bestätigung, dass wir hier ein klassisches Überrollen gegen diesen Bereich zu sehen bekommen haben, interpretieren. Deswegen ist das auch ein Schlüsselbereich jetzt im Hinblick eben auf eventuelle Long-Engagements. Also das heißt, wenn man jetzt gegen solch einen oder davon ausgeht, dass das dieser hoppala, das war der falsche. Den wollte ich haben. Dass die Trendlinie gebrochen ist, so wie ich die eingezeichnet hatte. Dass man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, das ist ein Trendlinienbruch, Bruch der Konsolidierung, bullischer Ausbruch aus der Konsolidierung auf der Oberseite. Wenn wir jetzt diesen Bereich halten können und gegen den wieder aufdrehen, dann wären wir an der Stelle eher tatsächlich long. Also das heißt, das wäre dann eher ein potenzieller Long-Trigger, den wir hier anvisieren sollten. Ja, also, sprich, tatsächlich schließt das eine das andere nicht aus, unabhängig jetzt davon, wie man die Trendlinie einzeichnet. Also Bestätigung für ein Überrollen wäre an der Stelle, dass wir unterhalb von 13,50 am 13 uns halten können. Die Überlegung, gegen 1,12 was rauszunehmen, finde ich übrigens gar nicht so verkehrt. Das wäre nämlich dann ungefähr korrespondierend hier, man kann das erkennen. Das ist diese blaufarbene Linie jetzt hier, das ist der Bereich der unteren Range-Begrenzung und der Konsolidierungszone, die wir ausgebildet haben. Also durchaus denkbar, dass wenn wir hier in die Range zurücklaufen und die untere Range-Begrenzung anlaufen, dass wir dann allerdings gegen die einen Bounce zu sehen bekommen. Und wenn wir dann allerdings unter 1,12 rutschen, unterhalb wiederum von 1,12 uns halten können, möglichst begünstigt durch einen entsprechenden fundamentalen Treiber, wirklich eine Bestätigung zum Beispiel des restriktiven geldpolitischen Kurses seitens der Fed, in irgendeiner Form eine EZB, die
Weiß ich nicht, was sie jetzt machen soll, was den Euro noch weiter schädigt, als er sowieso schon geschädigt hat. Aber alles das, was dann potenzieller fundamentaler Katalysator eben ist, der dafür sorgt, dass Euro-US-Dollar unterhalb von 1,12 sich konsolidiert, wäre dann in der Lage, uns in Richtung der 1,10er-Region zu führen. Also das bedeutet, das ist so ein Stufentrade, der auf jeden Fall über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate tatsächlich ablaufen dürfte, wo sich eben jetzt das erste Mal hier elementar wichtig zeigt, wie eben das Verhalten um diese Unterstützung 13,50, würde ich jetzt mal rund sagen, 13,15, 13,70 eben ist. Wenn wir die halten können, ist das eher ein bullischer Trigger und der spielt eher meinem gestern skizzierten Szenario in die Hände mit dem Ziel dann erstmal 1,1550, 1,16. Wenn wir drunter rutschen, unterhalb uns halten, dann ist das ein Signal, dass das tatsächlich ein Überrollen gegen diese Trendlinie ist mit einem kurzen Breakout-Versuch, so kann man es vielleicht bezeichnen, mit dann weiterem Abwärtspotenzial, wo ich dann erstmalig was rausnehmen würde gegen die 1,12er-Region. Ja. So könnte man, glaube ich, ganz gut so einen Trade-Gedanken an der Stelle eben skizzieren. Das suche ich mal ganz kurz hier. Der will nicht. Okay. So, okay. So, jetzt logge ich mich mal ganz kurz ein. Ich schaue noch mal einmal hier ganz kurz. Sehr schön. Also, das war zum Euro-US-Dollar. Jetzt haben wir die Roku, jetzt haben wir den Nasdaq, jetzt haben wir den DAX, jetzt haben wir Gold, jetzt haben wir den Euro-US-Dollar. Dann werfen wir gleich wahrscheinlich einen Blick auf den Kryptomarkt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz einmal auf den DAX. Also, kleines Überschießen auf der Unterseite. Aber jetzt hangeln wir uns eben hier nach oben. Und jetzt ist wahrscheinlich dann die nächste Frage, ob wir hier in diesem Zusammenhang den EMA halten können. Oder beziehungsweise, also halten können, die Bären den halten können, so muss man es formulieren, dass wir den nicht zurückerobern. Sollten wir ihn zurückerobern, könnte das ein Indiz dafür sein, dass wir fertig sind. Dass das eine Übertreibung auf der Unterseite war. Und dann, ja, dann ist sicherlich, wie gesagt, dann ist abzuwarten, ob es eben gelingt, hier die 15.500 zurückzuerobern im Falle des Nasdaq. Das ist diese Konsolidierungszone hier. Es gelingt, die zurückzuerobern und zu halten, könnte das ein ziemlich heftiger Turnaround-Day werden, vielleicht, der uns wieder sehr deutlich nach oben führt. Wobei ich erstmal sehen wollen würde, dass wir eben hier die Region 15.600, 650 eben dieses Hoch, was sich hier herauskristallisiert hat, das schon gestern herauskristallisiert hat, beziehungsweise im Zusammenhang der Gegenbewegung von kurz rechnen, ja, Freitag war es, genau, ich bin jetzt ein bisschen hier verrutscht, dass dieser Bereich rausgeholt werden könnte. Das würde dann zeigen, dass das vielleicht nur ein Fehlversuch war, auf der Unterseite durchzubrechen. Von dieser Risikoneigung sicherlich aktuell auch ganz stark abhängig natürlich der Kryptobereich. Das hat sich mehr und mehr deutlich herauskristallisiert. Logischerweise, dass natürlich hier Krypto stark auf Risk-Off-Modus oder Risk-On-Risk-Off-Modi an den Märkten abhängt, beziehungsweise in Ergänzung dazu auch von der billigen Notenbank-Liquidität abhängt. Und sobald sich Zinsanhebungen herauskristallisieren, so wie sich das jetzt gerade darstellt, ist es mit Sicherheit dann so, dass das erklärt, wo da der Abgabedruck eben hier im Kryptobereich herkommt. Tatsächlich hat sich das Bild zu gestern allerdings trotz der aktuell einziehenden oder anhaltenden Volatilität jetzt unwesentlich verändert, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das Bild hier mal anschaue, dann ist der Modus weiterhin ganz klar natürlich Short, ausgehend auch von dieser weiter ganz klar intakten Abwärtssequenz, dem Halten unterhalb dieser Abwärtstrendlinie und dergleichen. Aber was ich eben interessant finde, ist, dass wir hier zumindest mal diese gestern schon herauskristallisierte Region zwischen 41, 41,5, 42, so roundabout, dass wir die halten können. Und solange wir hier nicht tiefere Tiefs markieren, die dann die Niveaus von letzter Woche Montag deutlich unterschreiten, also ähnlich wie auch im Nasdaq, spricht eigentlich nicht unbedingt wenig dagegen, dass wir mindestens mal einen Versuch sehen, diese Abwärtstrendlinie eben tatsächlich zu brechen.
Das könnte dann ganz klar getragen werden, eben durch beispielsweise auch die Tendenz in Equities, Querstrich im Nasdaq ganz besonders, sofern sich eben dieses bärische Bild mit dem Bruch und also der Bruch der vorwöchentlichen Tiefs und der Markierung tieferer Tiefs dann mit weiterer Abwärtsdynamik nicht beginnt herauszukristallisieren, sondern stattdessen eben die Gegenbewegung und Rückeroberung dieser charttechnisch relevanten Level ansteht. Das könnte dann auch so ein bisschen wieder Optimismus nach sich ziehen, beispielsweise in Bitcoin. Nichtsdestotrotz, was ich sehen wollen wollte, will auf jeden Fall, ist eigentlich die Rückeroberung nicht nur hier der 43, also dieser Region hier, sondern was ich auch sehen möchte, ist eigentlich der Bruch dieser Trendlinie und dem Halten dann oberhalb, vielleicht auch der 44.000er Region. Also sprich, ich zeichne das mal ein. So, dass wir hier nach Möglichkeit diesen Bereich halten können. Das wäre für mich ein Signal, dass der bärische Modus vorbei ist und mich dann wieder vielleicht auch längerfristig long zu positionieren in Bitcoin. Allerdings dafür, wie gesagt, muss auch hier erstmal noch ein bisschen Arbeit geleistet werden seitens der Bullen. Da muss ein deutliches Signal geliefert werden, welches diese Trendlinie bricht, was uns oberhalb eben dieser Hochs hier, das sind die Vorwochenhochs sogar, ne? Genau, das sind die Vorwochenhochs eben konsolidieren lässt, diese verteidigen lässt und dann könnte dann Long in diesem Bereich vielleicht ganz interessant sein, mit dem Ziel, dass es über kurz oder lang wieder zu einer erneuten Attacke, Versuch kommt. Hier, das ist das nächste dann anzuvisierende Ziel und das Level, was es aus dem Weg zu räumen gilt für weitere Aufschläge, die 46.000er Region eben diese zurückzuerobern und sich dann zurück in diese Range hineinzuhangeln, zwischen 46 nach unten und rund 52.000 eben tatsächlich nach oben. So, ja, das also zu Bitcoin. Gibt es sonst irgendwelche Fragen, irgendwelche Märkte, irgendetwas, was ich noch nicht hier jetzt berücksichtigt habe? Während ihr überlegt, ob ihr Fragen habt, blicken wir hier parallel dazu einmal hier auf den DAX und diesen Schlüsselbereich eben jetzt. 790 ist es ungefähr. Also das sind ungefähr 20 Punkte von den aktuellen Niveaus, wo sich eben jetzt die Frage stellt, ob es eine Rückeroberung gibt oder eben tatsächlich nicht. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir gegen den Bereich zunächst Schwierigkeiten hätten. Wie gesagt, dynamische Widerstandsregion, das ist an der Stelle. Und ja, nunmehr harren wir dann der Dinge, die da kommt. Also Szenarien, die man da skizzieren könnte, wären in die Richtung, dass man sagt, Rückeroberung halten, das wäre ein starkes Signal, erster Abprall, höheres Tief, was sich ausbildet, dann Rückeroberung halten, long. Das wäre dann mit Treiber auch seitens der US-Märkte, das wäre vielleicht sogar noch das klarere, bullischere Signal. Wobei das hier erstmalig schon, also das erste Szenario jetzt nicht unbedingt von weiterer Schwäche sprechen würde eben tatsächlich. Und das ist das, was ich jetzt eben hier tatsächlich abwarten wollte. Ich möchte jetzt ungerne tatsächlich mich ausgehend von diesen jüngsten Entwicklungen hier, möchte mich ungerne eigentlich short gegen den Bereich positionieren, auch wenn das ein legitimer Gedanke wäre. Da könnte man jetzt eben überlegen, die 97 eben zu shorten mit einem Stop. Ich würde mal sagen, 25, 30 Punkte maximal würde ich ihm geben an der Stelle. Das entspräche dann auch eine Rückeroberung der 15.800er Region. Ziel eines solchen Trades wäre dann weiteres bärisches Momentum, wie gerade skizziert zu Beginn des Morning Meetings, um 15.6 bzw. 15.4 zu sehen zu bekommen. Aber was mich eben jetzt beginnt, hier so ein bisschen stutzig zu machen, ist auch die Heftigkeit der Gegenbewegung, ehrlich gesagt, die jetzt da stattfindet. Also es sieht ein bisschen overdone aus, ehrlich gesagt. Es sieht ein bisschen overdone aus. Tore fragt nach Silber, ja, da können wir einen Blick drauf werfen. Finde ich charttechnisch nicht tatsächlich so interessant. Also ich habe im letzten Jahr habe ich einige ziemlich interessante und auch sehr attraktive, profitable Trades in Silber eben tatsächlich abgesetzt. Aktuell ist mein Fokus tatsächlich im Edelmetallbereich wieder in den Bereich Gold tatsächlich gerückt. Könnte sich natürlich zügig ändern. Sollte es nämlich dann gelingen, hier diese Widerstandsregion auf der Oberseite um 23, 20, also das Jahr 23, 20, 23, 30, 40, so diesen Bereich eben rauszunehmen.
Das wäre vielleicht auch ein Level, gegen das man hier so einen Buy-Stop positionieren könnte an dieser Stelle. Man erkennt auch, das ist wiederum dann allerdings etwas, das ist jetzt nicht das schwächste Signal, also diese Konsolidierung hier auf dem aktuellen Niveau, das Halten auch dieser Region um 21,50, jetzt das erneute Aufdrehen. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass wir übergeordnet eben in dem Kontext hier so ein bisschen die Frage uns stellen müssen, ob bei solch einem Bruch über die 23,40, 23, ja, 23,20, 23,40, ob da dann auch ein Follow-through generiert würde mit einem Bruch dieser Abwärtstrendlinie höher. Also das heißt eine Rückeroberung der 24. Und das ist eben der Grund, was mich da gerade noch so ein bisschen von abhält. Also aus der Konstellation hier ist das eigentlich nicht unbedingt Oh, das war jetzt natürlich toll. Ist das absolut nachvollziehbar, einen möglichen Breakout eben hier auf den Weg zu bringen oder einen Breakout-Trade eben auf den Weg zu bringen. Was mich eben stört, ist, dass nach oben eventuell zunächst jedenfalls beschränkte Aufwärtspotenzial. Also zum Beispiel, wir erinnern uns dran, als ich hier den Trade auf den Weg gebracht hatte, das war im Oktober letzten Jahres in Silber. Das hatte ich auch hier im Morning Meeting zum Thema gemacht. Da korrespondierte das zwar auch mit einem, obwohl, nee, das wird gar nicht richtig. Ich habe die ein bisschen flacher gezeichnet, glaube ich. Das war hier. Da korrespondierte das zwar auch zunächst mit einem Test dieser Aufwärtstrendlinie, aber da bin ich in den Trade reingekommen, schon in der Region um roundabout 22, 22,50 aus den untergeordneten Chart oder Zeitebenen und habe damit schon auf der Oberseite ein CRV gehabt, was deutlich besser 3 zu 1 war. Und das ist hier eben in dem Fall jetzt nicht gegeben. Also das heißt, wenn ich auf diese Abwärtstrendlinie und zunächst einen Test gehe, so ähnlich wie ich das auch bei Roku eben zum Beispiel skizziert hatte. Das heißt also, das ist als erste Orientierung an dieser Stelle einfach zu dünn. Das gibt mir zu wenig Potenzial. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ist das, was ich jetzt gerade sage, nicht eventuell widersprüchlich zu dem, was ich sagte in Bezug auf Diagonalen, die ich als Widerstände oder als Unterstützung zum Beispiel einzeichne? Nicht unbedingt. Denn in dem Fall ist es so, ich gestehe dieser Trendlinie durchaus eine Signifikanz zu, auch wenn sie nicht annähernd so hoch ist wie beispielsweise von horizontalen Linien. Nutze sie allerdings an der Stelle ja auch zur Kalkulation eines sowieso fiktiven Verhältnisses, nämlich Chance-Risiko-Verhältnis, ausgehend wovon ich mich aber davon abhalten möchte, in Anführungsstrichen Dummheiten zu begehen, das ist eine ziemlich harsche Formulierung, oder zumindest mal zu selektieren. Wenn ich jetzt eine Einschätzung habe für Edelmetalle beispielsweise und ich sage, ich habe ein grundsätzlich eigentlich eher bullisches Bild, was ich dafür skizziere, dann suche ich mir jenes Setup, welches am vielversprechendsten ausschaut. Und zwar nicht nur aus der rein technischen Komponente, sondern eben auch aus der Chance-Risiko-Verhältnis technischen Komponente. Und dazu ziehe ich dann eben auch durchaus Trendlinien als mögliche Ziele, als erst anzuvisierende Ziele eben an, beziehungsweise Niveaus, gegen welche ich mich dann plane zu positionieren. Und dann nutze ich das dann tatsächlich schon. Ja, also ich hoffe einfach, dass das die Frage beantwortet. Wie gesagt, also Level to watch in Anführungsstrichen, also das Level, was hier signifikant ist, ist so die 23,20, 23,30, 23,40. Bruch höher könnte weiteres bullisches Momentum initiieren, wobei wir dann abwarten müssen zunächst einmal, ob die Rückeroberung der 24 gelingt. Im Falle von Gold ist das deswegen ein bisschen interessanter, weil 8,30 nach oben erst wirklich ganz klassisch, so wie wir es gerade ja gesehen haben. In dem Fall hier diesen Bereich um die Novemberhochs als Ziel anvisiert. Da ist nichts anderes mehr. Also das bedeutet an der Stelle, das wäre dann so ein Setup, was ich einfach CRV-technisch, besonders weil ich mit relativ engem Stop einfach in den Trade reinkäme, attraktiver erachten würde. So, nun gut. Das wäre es dann soweit für den heutigen Handelstag meinerseits zunächst einmal gewesen. Schauen wir mal, wie sich dann die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Ausgehend von der jetzt ausmachbaren DAX bzw. Euro-Schwäche, europäischen Aktienmarktschwäche. Wie gesagt, anziehende Zinsen, das ist eher Gift für Growth-Titel. Wir werden morgen einen Blick drauf werfen. Morgen um 10:30 Uhr. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Gerne Kommentare und Fragen auch unterhalb des Videos in die Chatbox. Und soweit meinerseits. Also ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns hier gemeinsam wieder mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.